Willkommen zurück, liebe Leute, zu Zelda Breath of the Wild. Ich dachte, wir machen jetzt mal ein Part mal mit Facecam, so als Test, und ihr könnt euch überlegen, ob ihr es wollt, dass ich die anderen Part auch noch mit Facecam mache oder nicht. Also das ist jetzt im Prinzip wirklich so eine Art experimentaler Part, wo es eben so, ob das funktioniert, ich bin mir auch noch nicht mal sicher, ob ich jetzt die Facecam drin habe. Man kann auch mal davon ausgehen. Mal sehen, wie es wird, ne? Wie es das entwickelt. So, ja, wo war ich stehen geblieben? Bevor wir gelandet sind, sollten wir, glaube ich, ich weiß nicht mehr, das ist so lange her. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir machen müssen. Aber, erstmal, was will der Typ hier? Du läufst aber noch spät herum. Wie spät ist es denn? Das holen wir gleich mal. Wann immer du ein Päuschen brauchst, das Sahel in Hateno ist für dich da. Das ist ja toll. Der macht, glaube ich, gerade Werbung für sein Hotel. Auch dies ist eine sehr tolle Tatsache. Wenn du übernachten möchtest, sprichst mit der Kollegin am Empfang. Weißt du was? Ich tue es einfach mal random da reingehen. Aber zuerst untersuchen die was. Hier gab es doch irgendwas, ne? Hä, hier war doch gerade doch. Da. Gasthaus Sahel. Achso, das steht da drauf. Oder wie? Okay. Ja, dann gehen wir nochmal rein ins Gasthaus und schauen, was es hier drin so alles befindet. Guten Abend! Willkommen im Gasthaus Sahel. Das normale Bett kostet 20 Rubine, das Luxusbett 40. Ich glaube, wir können uns heute erst mal ein Luxusbett gönnen. Ne? Sehr wohl. Einfach aus Lust und Laune machen wir es mal. Luxusbett, eine per Übernachtung, eine Person. Eine Frage nach. Ich möchte mittags geweckt werden. Sehr wohl, dann wünsche ich Ihnen bis dahin einen erholsamen Schlaf. Ja, und davon merken wir jetzt nichts, weil wir einfach gleich aufwachen und es nächster Tag ist so ungefähr. Aber okay. Dafür schläft Link jetzt in Luxusbett und wir haben von nichts und wieder nichts Geld verloren. Ja, müssten wir. Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch. Ja, danke. Sieht aber schön. Naja, aber ich frag mich, wo sind hier die Zimmer? Das ist klar. Hier kann man was nehmen. Dann nehmen wir nichts. Das ist voll. Okay. Wenn das hier irgendwie ein Luxuszimmer ist, dann Prost Mahlzeit. Und auf sowas hier habe ich geschlafen. Oh mein Gott. Ey Leute, das ist doch nice, ne? So, irgendwie bin ich gerade bei der Facecam. Ich könnte mal ein bisschen nach links rücken. Das wird. Sorry Leute, aber das sieht das ist besser so. So, jetzt haben wir das auch. Ist jetzt in der Mitte, alles ist besser, alles ist gut. Ja, sagt ja schon, ne? Dieses Hateno, dieses Hotelzimmer, sehr sympathisch auf jeden Fall. Würde ich direkt sofort drin schlafen. Ja, gut, ich glaube, hier sind dann die Luxusbetten. Ja, ist schon ganz schön hier, ne? Drin mal so schlafen. Lustiges Hotel auf jeden Fall. Damit gehen wir raus hier aus dem Hotel, denn wozu noch lange hier drin bleiben und es ist einfach Tag. Stopp mal, ich sollte vielleicht mal ein Screenshot vom Hotel machen, man weiß ja nie, wann man es braucht. Die Tür geht einfach instant vor mir zu. So, ich wollte gerade rennen, aber das ist Minecraft, ich vergaß. So, das ist ein bisschen Hintergrund hier. So, wozu mache ich gerade eigentlich überhaupt die Aufnahme? Ich habe keine Ahnung, nur zu Mai. Wozu auch immer. Wir werden sehen, so ungefähr. Hat man jetzt eigentlich gerade Musik? Ich würde das mal interessieren. Das kann sich beurteilen, ne? Ist auch egal. Ich glaube, man hat gerade Musik, aber die sollte hoffentlich nicht so laut sein. Dürfte sie aber nicht. Du. Was? Du als Wache? Ah, richtig. Das war doch diese. Ah, richtig. Das war doch die Frau, die in irgendwen verliebt war. Aber das hat irgendwie nicht ganz funktioniert gehabt, glaube ich. Ja, den fängt an. Liebe hat damit nichts zu tun. Vergiss das mal gleich wieder. Ich halte Wache, damit keine gefährlichen Typen hier im Dorf breit machen. Gibt's sonst noch was? Primella? Was war das nochmal? Fräulein Primella, bitteschön.
Fräulein Primella arbeitet in einem Gasthaus, das an der Rezeption Seil heißt es. Ach, wenn nur nicht alles so schwierig wäre. Was soll ich hier bloß senken? Nö, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und versuche dein Glück bei den Frauen in einem anderen Dorf, ja? Da sind ja mal einer. Frauen auf Reise hier oder was? Oh, mein Esel. Sweet. So. Das Höhen, das ist die Frage. Was machen wir im Dorf? Ich habe echt keine Ahnung. So ungefähr, wo ich stehen geblieben bin. Eigentlich habe ich gar keine Ahnung. Ich muss hauen. Das presst einfach mal alle Leute hier an. Das sieht ja auch wieder sehr interessant aus hier. Hallo? Hallo, ich will ihn ansprechen. Link, wieso drehst du dich um? Ja, ich weiß, ein Kunde, oder? Nee. Ja. Sagen sie alle. Aber wenn du nicht willst, dann störe mich doch bitte nicht bei der Arbeit. Ah ja, hier ist eine Werkstatt, die wird groß hantiert und wer ist das? Ja, da sieht auch mal ganz fresh aus, definitiv, der Typ. Gar nicht ein verrückter Wissenschaftler, der gerade mit Zimbi rumpatzt. Reitspaziert. Okay, das hat sich gerade erst grenzübel angehört. Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Ateno. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbermaterial dabei hast, sind alle Gebühren im Preis enthalten. Für 120 Rubine färbe ich deine Kleider in deinem Lieblingston. Erzähl mir mehr. Junger Mann, für gewöhnlich sehen unsere Ateno-Farben eine eher traditionell orientierte Kunstsaft an. Ich sehe es also als meine Aufgabe, an diese stolze Tradition auch die nachfolgenden Generationen ans Herz zu legen. Gut, da willst du mal die Anleiten erklären. Ach Gott, das geht wieder außer Lesen. Ateno-Farben sind in diesem Dorf ein traditionelles Handwerk. Wir färben Kleidungsstücke in beliebigen Farben. Früher haben wir die Färbematerialien Kunden zur Verfügung gestellt. Aber leider gibt es jetzt so viele Monster, dass wir nicht mehr an die nötigen Materialien kommen. Blöd, ne? Kunden müssen die Farbmaterialien also selbst mitbringen. Aber dafür ist die Gebühr jetzt auch viel geringer. Und die Gebühr beträgt gerade eben einmal 20 Rubine. Und wo das gesagt ist, komm schon. Von Lepp bis 20 Rubine färben wir deine Kleider genauso, wie du willst. Na, es ist für alles schön und gut. Aber wirklich Glauben senken tue es dem nicht. Danke. Ki, komm aber gerne jederzeit vorbei. Ja, cool, die wird dann sein, die Farbe so verrührt, sieht das schon sehr interessant aus hier. Die ganzen Farbdinger sieht aus wie Konfetti vor Fassing hier. Fassing drunter. Sorry. So, alles schön und gut, aber nein, ich möchte nichts färben lassen. Hier rennen Kinder rum. Spielen was alles verstecken. Wer kennt es nicht noch aus der Grundschule schwarz-weiß? Ey, Leute, ganz kurz. Wer aus der Grundschule kennt ihr noch die Spiel schwarz-weiß, wo ich weiß, bekommt es gar nicht mehr ganz auf die Reihe. Ich habe es aber bis zum 5. oder so instant immer gespielt gehabt, meiner Klasse. Irgendwie haben es die Schwarzen fest, irgendwie haben es alle versteckt. Einer müsste sie suchen. Und dann hatten die einen Baum, wo der Treffpunkt war quasi. Die anderen müssten es eben verstecken, einer sucht. Und sobald irgendwie, ja, die sich versteckt haben, mussten sie den Baum rein und abklatschen. Und wenn die Sucher, also die sucht, die gesehen hat, hat sie gerufen, was ist was? Max Mustermann schwarz. Ne? Und wenn man es eben geschafft hat, ohne dass sie einen findet, man Baum abgeklatscht hat, sagt man, das ist was, David weiß. Ne, irgendwie so ging das Spiel. War auf jeden Fall ganz hillig, haben wir in der Grundschule oft gespielt. Oh, und ich warte einfach mal hier am Feuer und es kostet einfach nichts, bis es wieder Mittag wird. Es ist jetzt 16:05 Uhr, ich finde das lustig, dass man überall einfach so warten kann, ne? Und jetzt ist locker irgendwie wieder 12 Uhr oder so, also. Ich wünsche, es wird in Real Life auch so gehen. Ja, ein paar Tage zurückgespult oder so, nächster Tag, I don't know. Was sind das denn hier für Wohnwagen, ey? Aber hier war irgendwo ins Rhein, ne? Was haben wir denn hier? Let's see what we have here. Wir untersuchen das ist einfach mal random. Und da öffnet sich ans Rhein. Nice. Wer hätte gedacht? Übrigens, sorry, dass letztens einfach so ultra wenige Zelda-Parte kamen.
Kommt ins Essen mehr, jeden Tag eine ist mein Plan. Das werde ich jetzt wirklich in die Tat umsetzen. Hammer krass, das sind ja erstmal Pfingstferien bei uns in Bayern. 2 Wochen, hab noch 2 Tage Schule. Morgen habe ich das Schulaufgabe. Voll ätzend. Aber danach sind erstmal Pfingstferien. Und die werde ich definitiv genießen. Ich meine, ne, wer macht das irgendwie nicht? Es ist ja krank, wenn man es nicht macht, mehr oder weniger. Ah Gott, so, hier ist ein Schrein. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Mayamagana. Im Namen der Göttin Hylia solltest du geprüft werden. Ma Mama Gannis Apparatur. Mayama Ganas rein. Nicht Mama, sondern Mayama. Ah ja, sehr schön. Hört sich an, so an wie Mayama Beats hier. Halleluja. Was machen wir eigentlich gerade für eine Scheiße? Ja gut, wie. Ach Gott, was war das jetzt? Das war meine Soulcons, auch wenn ich sie mit Pro Controller spiele. Es waren die Soulcons, die mich ultra rausgebracht haben. Was war das gerade für eine Aktion? Verreckt man ihr? Ich glaube schon, ne? Oder? Nö. Ah, da scheint wohl eine Kugel hinzukommen. Ach Gott, dieses Magnetkraft da, das hat was mit Physik zu tun. Ich hab so die Befürchtung, dass das hier tatsächlich etwas mit Physik zu tun hat. Aber schauen wir uns hier erstmal um. Vielleicht können wir ja gemeinsam das Rätsel lösen, ne? Ich meine, es wird mal nicht. Ja, ich bin mal positiv geladen, dass wir es gemeinsam vermutlich lösen konnten, das Rätsel. So, der Part hier wird übrigens auch nicht ultra lang, weil ich eben jetzt noch Englisch lernen muss. Weil ich morgen Englischschulaufgabe schreibe, voll ätzend ist das Ganze, ne? Wenigstens schreibe ich mich nicht am letzten Tag vor den Ferien. Das ist ja schon mal was. Ah ja, hier geht dann, glaube ich, die Aufgabe los. Das untersuchen mal. Aber schauen wir erstmal hier hoch und erkunden quasi so den Rest. Ne, weil wir haben ja potenziell gesagt Zeit. Ja, gut. Ah, hier können wir jetzt eine Kugel bewegen. Oh, scheiße, die fällt einfach runter. Das ist echt mit dem Pro Controller? Brr, nicht leicht. Das ist echt tricky. Nicht leicht. Nicht leicht. Nein. Ich glaube, es hat aber auch so. Wieso eigentlich Bewegungsstörung? Gut, weil es ohne nicht geht. Und ich fall einfach. Nee. Oh Gott. Ja, der müsste irgendwie hin. Das muss ich mir nochmal anschauen, das Ganze. Das ist erst nicht easy hier. Nicht easy. Und ich fall einfach runter. Wie unnötig ist denn das? Was für Glück, dass wenigstens keine Herzen absieht. Oh, das hat es mir so ein ganzes Herz gekostet. Alter, es ist ein Apfel. Dann habe ich auch wieder mehr Leben. Und das unnötige Runterfallen vergessen wir jetzt einfach. Da braucht man einfach nur 2 Äpfel zu essen. Easy going hat man wieder volles Leben. Wäre auch in Real Life cool, wenn man irgendwie was, irgendwas hat. Und dann es irgendwie weh tut. Und danach einfach wieder volles Leben hat. Wenn man Apfel gegessen hat, dann ist es quasi wie vergessen die Sache. Das wäre schon cool, ne? So, das war's dann auch von dem Part hier. Dieses komische Kugelrätsel werden wir im nächsten Part wieder angehen. Das werden wir uns dann auch noch anschauen. Würde renne ich eigentlich runter, wenn ich gleich wieder hochrenne. Ich weiß, das macht viel Sinn. So, Leute, also macht's gut von dem Part. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!